Wenn ihr solche Ecken einspachteln wollt, gibt es einiges zu beachten. Willkommen Leute in meinem Kanal The Big Things. Ich heiße Mike und heute zeige ich euch den zweiten Teil von meinem Spachtel-Tutorial Eckschienen setzen. Viel Spaß bei dem Video. Spachteln ist, finde ich, auf der Baustelle echt eine der schöneren Arbeiten. Man muss halt im Vorfeld auf ein paar Dinge achten, sonst ärgert man sich halt, dass man zum Beispiel so eine Eckschiene einspachtelt und die dann gar keine Funktion hat. Als ich zum Beispiel meine erste Eckschiene gesetzt habe, habe ich den Fehler gemacht, beim Plattenanbringen darauf zu achten, dass diese Variokante hier, was das ist, habe ich in meinem letzten Video gezeigt, könnt ihr ja mal reingucken. Auf jeden Fall habe ich bei dem Plattenanbringen darauf geachtet, dass die Variokante auf der Ecke sitzt. Weil ich bin ja schlau, ich habe mir gedacht, wenn dieser Karton von der Platte über die Kante geht, ist es stabiler, wenn ich das später einspachtel. Und dann habe ich dann im Anschluss diese Eckschiene da drauf gespachtelt. Was da der große Fehler ist, zeige ich euch jetzt mal. Also, da wo ihr jetzt das Licht seht, da müsste ja dann normalerweise der Spachtel hin, also die Spachtelmasse. Wenn ihr das auf diese Variokante sitzt, das sieht man jetzt hier schlecht, aber die hat hier eine Erhöhung, also das ist... Hier ist das alles gerade und dann geht die hier runter bis zu der Kante. Und wenn ihr die Eckschiene auf diese Variokante setzt, dann kriegt ihr den Spachtel im Prinzip nur hier, wo ihr das Licht jetzt seht, hin. Und seht ihr, da wo das am Wippen ist, tak, jetzt bin ich auf der Ecke, so. Ihr kriegt den nur dahin, seht ihr das? Ihr kriegt das nur in diese Variokante rein. Und das muss im Prinzip so aussehen. So, extrem jetzt, dass ihr den Spachtel von der Platte von hier zwischen hier und hier aufbringen könnt. Dann sieht man das nicht. Wenn ihr den jetzt hier aufbringt, dann ist das erstmal total schlecht abzuziehen und eure Eckschiene hat keine Funktion, weil ihr nicht über die Kante von der Eckschiene abziehen könnt. Dann braucht ihr im Prinzip gar keine Kante. Also man kriegt das schon irgendwie hin, aber das ist extrem viel aufwendiger, als wenn man die Eckschiene richtig setzt. Und richtig eingestellt. Gedacht, dass es besser ist, diese Variokante auf die Ecke zu setzen, habe ich deswegen, weil so eine Gipskartonplatte wird nur durch zwei Kartons hier und hier, also im Prinzip Papier, zusammengehalten. Guckt mal hier. Kaputt. Toll. So, aber ist natürlich totaler Schwachsinn, weil selbst wenn die Kanten jetzt so aussehen und ihr setzt diese Eckschiene hier drauf, überlappt das hier, diese Löcher, wo diese Löcher drin sind von der Eckschiene, die Kanten, wo die Gipskartonplatten aufhören. Das heißt, das ist im Prinzip eine Armierung für die Kante. Beim Anbringen der Platten also auf jeden Fall daran denken, dass ihr an den Ecken die Variokante wegschneidet, damit eure Eckschiene noch eine Funktion hat. Außerdem müsst ihr darauf achten, wenn ihr die Platten an die Wände, an Stößen zu den Wänden anbringt, die Variokante auch wegzuschneiden, weil hier braucht ihr im Prinzip nur noch diese glatt abgeschnittene Kante an die Wand anbringen und dann nur noch mit Acryl. Wenn ihr diese Variokante an die Wand anbringt, dann müsst ihr ja da im Prinzip auch noch diese Kante wegspachteln, die nach innen geht, und das würde dann wahrscheinlich reißen. Wenn ihr die Eckschiene jetzt einspachteln wollt, würde ich euch raten, noch ein paar Vorbereitungen zu treffen, sonst ist der Spachtel getrocknet, bevor ihr angefangen habt. Und zwar solltet ihr die Eckschiene erstmal komplett auf Länge abschneiden, wo ihr die festmachen wollt. Das geht so: die Eckschiene ausmessen. Auf die Eckschiene oder auch Schonleiste genannt übertragen. Prüfen, ob alles passt, wenn es nicht passt, noch was nacharbeiten. Passt. Wenn ihr dann keine 90-Grad-Ecke habt, wie ich in meinem Beispiel, dann könnt ihr die Schiene einfach ein bisschen aufbiegen und ungefähr an den Winkel von der Ecke anpassen. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt.
Wenn ihr die Schiene jetzt auf Maß abgeschnitten habt und den Winkel so aufgebogen habt, dass der auf eure Ecke passt, könnt ihr die mit einem Tacker befestigen. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass, wie ich euch eben gezeigt habe, ihr immer genug Platz habt zwischen der Ecke von der Schiene und der flachen Kante von der Rigipsplatte. Dabei müsst ihr einen Tacker nehmen, den ihr durch Drücken betätigen könnt. Kommt nicht auf die Idee und holt euch da einen Tacker, den ihr wie beim Dachdecken mit Schlagen betätigen müsst, sonst haut ihr euch die ganze Ecke kaputt. Aber ich denke mal, das wird wohl keiner von euch machen. Beim Einspachteln der Eckschiene am besten im ersten Durchgang die Masse von beiden Seiten von außen in die Schiene drücken. Damit hinterfüllt ihr die Schiene halt so ein bisschen und das wird alles ein bisschen stabiler. Armierungsbänder und Glasfaserstreifen wie bei den Vario-Kanten müsst ihr hier nicht einspachteln, weil ich habe euch ja gesagt, dass die Löcher in dieser Eckschiene, die dienen quasi auch als Armierung, weil die über die Kante von der Rigipsplatte drüber gucken. Soll man das mal noch ein bisschen schneller vorspulen? Guckt mal hier. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr selber mal so eine Eckleiste einspachteln könnt. Ist halt alles keine Hexerei, ne? Man muss halt einfach mal anfangen. Auf meiner Website habe ich euch eine Liste mit Werkzeugen und Materialien geschrieben, die meiner Meinung nach beim Trockenbau und beim Rigipsspachteln Sinn machen und auf welche ihr verzichten könnt. Wenn ihr das gleiche vorhabt wie ich, könnt ihr in der Beschreibung nachlesen, was für Sachen ich verwendet habe. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr, denn das war's jetzt von mir und dem Eckschiene einspachteln. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keine mehr von meinen Videos verpasst. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen. Guckt euch auch mal meine anderen Videos an. Bis dahin macht's gut und seid fleißig.